wohin entwickelt sich denn von heute aus gesehen die Branche? Was werden denn in Zukunft die Themen sein, die die Landtechnik und auch den Landtechnikfachhandel prägen werden, aus Ihrer Sicht? Also ein Thema, was sowohl den Handel als auch unsere Endkunden ganz klar betreffen wird, ist der Mangel an Arbeitskräften, an Facharbeitskräften. Fangen wir bei dem Endkunden, dem Landwirt und Lohnunternehmer an. Es wird immer weniger Personen geben, die diese Arbeiten draußen ausführen, ob das auf dem Feld, im Stall oder wie auch immer ist. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr Automatisierung. Klar, man spricht ganz schnell über Digitalisierung, aber Vereinfachen von Prozessen. Wir gehen davon aus, dass die Höfe weiter wachsen werden, Betriebe größer werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite viele Betriebe in den Nebenerwerb gehen werden. Aber wachsende Betriebe, eine weitere Professionalisierung bei den Endkunden, die natürlich eine Professionalisierung genauso beim Landmaschinenhandel bedingt. Das heißt, eine schnelle Hilfe. Wir als Hersteller sind dann gefordert, den Landmaschinenhandel in die Lage zu versetzen, noch besser zu schulen, mit Know-how zu unterstützen, mit Notdiensttelefonen, mit Internetdatenbanken, was auch immer möglich ist, um möglichst schnell Themen für den Endkunden regeln zu können. Es ist ein großes Thema, der Wissenstransfer. Wissenstransfer, ganz genau, das ist eigentlich das Schlagwort. Wissenstransfer ist ein riesiges Thema. Und dann natürlich auch bei Automatisierung von Prozessen, wenn ich das bei unserer Mutter Kubota sehe, Pflückroboter von Tevel, warum werden solche Projekte angegangen, warum werden solche Firmen ins Boot geholt? Weil zukünftig immer weniger Arbeitskräfte da sind, die Obst pflücken. Hm. Pflückroboter für Erdbeeren. Sicherlich im Spezialkulturenbereich, die seit eh und je sehr, sehr arbeitsaufwendig sind, dort wird angefangen. Aber auch für andere Prozesse, dass künstliche Intelligenz uns bei Entscheidungen hilft. Sie nicht abnimmt, aber helfen kann. Nicht abnimmt, also sicherlich mehr und mehr helfen. Klar gibt es auch autonome Prozesse, aber die Entscheidung, ob eine bestimmte Pflanzenbehandlungsmaßnahme durchgeführt wird, sehe ich bis auf Weiteres beim Betriebsleiter. Aber eben Hilfestellung, wann ist der richtige Entscheidungszeitpunkt, wie viel Aufwandmengen werden benötigt, welche Saatstärken braucht man, das Zusammenführen von agronomischen Daten als Entscheidungshilfen. Zum Beispiel für einen Schlag zu sehen, an dem Schlag hast du den Bereich, an dem Schlag hast du den Bereich und da wäre es besser, mehr und hier weniger und das alles in einem Schlag zum Beispiel schon, da kann die Technik helfen. Verstehe ich das richtig? Genau, und das gibt es ja heute schon, die teilflächenspezifische Bewirtschaftung, ob das Düngerausbringmengen sind, Saatgutausbringmengen, Abarbeiten von Applikationskarten, das gibt es in der Sätechnik, beim Düngerstreuer, das gibt es bei Feldspritzen, das ist ja heute schon in der Anwendung. Sind wir eigentlich ja schon mittendrin in der nächsten Frage oder wir haben sie eigentlich fast schon beantwortet. Das finde ich auch schön in dem Gespräch, dass wir manchmal Dinge schon streifen, ohne dass wir es ansprechen müssen. Ja. Eigentlich war die Frage ja, werden dadurch Algorithmen bestimmender werden oder bleibt die Informationstechnologie weiterhin ein immer smarter werdender, aber dem Menschen dienender Assistent? Ich glaube, da sind wir ja schon jetzt recht nah dran mit bei Entscheidungen helfen, aber sie nicht abnehmen. Und das ist ja klassisch Assistenz. Ja, klassische Assistenz. Wobei es in bestimmten Bereichen Systeme gibt, Unkrauterkennung, Green on Green als Schlagwort, künstliche Intelligenz, die immer weiter lernt und dann eben erkennen kann, steht jetzt eine Nutzpflanze oder ein Unkraut im Feld, um dann zu entscheiden, ganz banal, oder was heißt banal, Spritzdüse auf, Spritzdüse zu. Das wird in Zukunft sicherlich kommen. Erste Technologien in der Richtung gibt es. Aber bei allen sicherheitsrelevanten Entscheidungen wird sicherlich der Faktor Mensch immer wichtig bleiben und die letzte Entscheidung treffen müssen. Okay. Sind wir auch bei Entscheidungen. Wie wird sich denn die Landwirtschaft Ihrer Meinung nach entwickeln und damit auch auf den Landtechnikhandel auswirken? Wir hatten es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Genau, das hatte ich im Prinzip schon so ein bisschen angeschnitten. Nur damit ich Sie richtig verstanden habe, wiederhole ich es kurz nochmal. Sie haben gesagt, Betriebe werden größer. Ja. Und es wird Betriebe geben, die werden kleiner und in den Nebenerwerb gehen. Es wird ja eine Verschiebung geben zu, wenn ich das richtig rauslese. Wir werden zum Teil mehr größere Betriebe haben, aber auch
kleinere und zum Teil vielleicht auch weniger. Das heißt für den Landtechnikfachhandel ja auch wieder eine, auf der einen Seite Spezialisierung in ihren Gebieten auf einen großen Kunden, der dann viele Maschinen abnimmt, beziehungsweise auf mehrere kleine, die dann einzeln unterschiedliche Maschinen abnehmen. Das ist ja dann auch eine Entwicklung, die in die Richtung gehen könnte. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, also von der Entwicklung schon, einfach aus Kostengründen auf der einen Seite und vor allem auch wieder hier das Thema Personal. Wenn niemand da ist, der die Maschine bedient, der die Arbeit ausführt, dann müssen die Einheiten größer werden. Das heißt, eine Person muss mehr Fläche bewirtschaften. Nebenerwerb, nun ist die Landwirtschaft ja ein Klientel, ein sehr bodenständiges, im positiven Sinne sehr bodenständiges Klientel, wo sehr ungern Tradition, Besitz abgegeben werden. Das heißt, wer einmal einen Hof sein eigen nennt und die Bewirtschaftung vielleicht nicht mehr so wirtschaftlich ist, diese Personen weichen sehr ungern von ihren Betrieben. Und das sind dann oft die Betriebe, die im Nebenerwerb weiter betrieben werden. Aber auch diese Betriebe brauchen Technik. Wenn wir in den USA schauen, dort gibt es ja ein Synonym. Lifestyle Farmers heißen dort die Nebenerwerbslandwirte. Und das ist zum Beispiel auch von Kubota eine sehr große Kundengruppe, wo eben als Hobby Landwirtschaft betrieben wird, aber durchaus mit professioneller neuer Landtechnik. Eben in kleinerer Größe, da fährt dann kein 300 PS Schlepper, aber auch dort wird Technik gebraucht und für diese Technik braucht es Landmaschinenhändler, die verkaufen, die servicen, die Ersatzteile verkaufen. Die Wissen bereitstellen. Die Wissen bereitstellen, genau.